Hallo Leute, willkommen zurück zu Let's Play Bully die Ehrenrunde. Und auch in diesem Part machen wir wieder Schulfächer, 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 Schulfächer. Und wir werden Völkerball im Sportunterricht spielen. Völkerball, ich liebe den Klang von weinen Jungs am Morgen. Du Pedobär. Das war doch nicht. War das nicht der Lehrer, der die Mädchenunterwäsche haben wollte? Das ist ein bisschen. Hopkins, du spielst bei den Luschen. Ja, ja. So. Wie wirft man? Ah ja, so. Wow, das war echt so schwer. Steht 1:0 für den Dicken. Ich hab gewonnen. Ich bin mit Hopkins. So, am Anfang einfach nur wie ein gestörter R drücken. Das ist nicht besonders schwer. Und dann gleich E drücken. Den ersten abwerfen. Springen. Ach, schon wieder der Dicke. Und dann kommt mal das Grischball hier dran. Und so haben wir auch das Footballteam ohne Probleme fertig gemacht. So, dann haben wir Sport auch abgeschlossen. Weiter geht's. Ja, dann sehen wir uns in der nächsten Stunde, ne? Obwohl, nee, warte, wir müssen noch schauen, was wir freigeschalten haben. Genau, wir müssen noch gucken, was haben wir denn freigeschalten hier? Präzisionsupgrade. Du bist mit deinem Waffen jetzt treffsicherer. Way, okay. Dann sehen wir uns in der nächsten Unterrichtsstunde. Bis gleich. So, Biologie 4. Ja, Biologie ist eine der einfachsten Unterrichtsstunden, wie ich finde. Da kann man eigentlich nicht viel verkehrt machen. Schauen wir mal, was wir freischalten werden. So, Pin. Dann machen wir die Taube hier. So, schneiden die Taube auf. Da ist sie offen. Dann machen wir hier offen. Dann machen wir unten offen. So, jetzt können wir die Taube hier aufziehen. Blanch. Yes, so mag ich das. Dann pinnen wir mal das hier fest. So, und dann identifizieren wir hier das Herz, vermute ich mal. Ah, da steht sogar unten Herz. So, dann tun wir das Herz da auf diese Pfanne drauf und dann identifizieren wir die Leber. So. ...64% haben wir schon und wir haben noch nicht mal die Hälfte der Zeit. Oh, jetzt müssen wir erstmal den Kaumagen öffnen. Oh, wir können ihn, nachdem er offen ist... What the fuck, wie einfach war denn das? Ich habe noch viel zu viel Zeit übrig gehabt. Naja, schauen wir einfach, was wir freigeschalten haben. Wir wussten ja sowieso, dass es nicht schwer wird. Alien-Outfit freigeschalten, ja, von mir aus. Na gut, bis zur nächsten Unterrichtsstunde. So, da sind wir bei Musik 4. Das sollte nicht allzu schwer werden. Schauen wir mal, ob wir es hinkriegen. Ich glaube nur... alt für weiter. Alt und alt GR war das, ne? Schauen wir mal. Das war beim ersten Mal war es irgendwie einfach und dann habe ich mich immer blöder angestellt. Nee, geht schon. Ja, sie versuchen halt mit ziemlich schnellen Aufeinanderfolgen, wie hier, das Ganze zu erschweren. Aber wenn man sich gut konzentriert, dann geht's eigentlich. Nicht perfekt, aber naja, die meisten treffe ich. Ja, es geht schon. Ich muss mich eigentlich nur konzentrieren. So, Musik. La la, langweilig. Oh Mann, das geht so lange. Das ist. Ich verstehe nicht, warum sie das so lang machen. Dadurch wird es ja nicht schwerer. Ja, genau, die Noten. Na komm schon. %99, ihr Wichser. Bam.
Ja, sehr schön. Dann haben wir Musik-Outfit freigeschalten. So, Leute, Arbeitslehre 4 ist die nächste Unterrichtsstunde. Schauen wir mal. Okay, Jungs, ich bin heute gut drauf. Also, heute klappt, man geht in die Arbeit. Wir dürfen natürlich nicht an den Autos rumfummeln, wir müssen weiter am Rad rumfummeln. Führe die entsprechende Aktion aus, wenn dein Symbol erscheint. Los. So, nach links drehen. S drücken. Nach rechts drehen. A drücken. Was? D? Oh fuck, jetzt habe ich's verkackt. Okay. Das ist nochmal. Nach links drehen. S drehen. Was? Ein Milliardstel zu spät. Okay, nochmal nach links drehen. Nach links. S. Nach rechts. A. D. Oh, Flammen. Bunsenbrenner hier. Und nach rechts drehen. Ich hoffe, das war's jetzt, denn ich habe keinen Bock, dass ich nochmal was mache. Ja, ich hab's wirklich geschickt, Söhnchen. Oh Gott, sogar auf den dritten Versuch, obwohl ich mich über Arbeitslehre immer lustig gemacht habe. Gut, schauen wir mal. Jetzt haben wir ein neues BMX-Bike freigeschalten mit Tempo 3, Beschleunigung 3 und Handling 4. Wunderbar. Naja, na gut, dann sehen wir uns in der nächsten Unterrichtsstunde. So, das nächste wäre Fotografie 3. Ich hoffe, dass ich das gleich First Try schaffe, sonst hängen wir damit stark hinterher. Was soll ich fotografieren? Fotografiere die Landstreicher oder Hunde in New Country? Oh mein Gott, da muss ich ja übelst weit weg. Mal komm, verpiss dich. Ich hoffe, hier ist wenigstens irgendwo ein Fahrrad. Du bist da ganz schön weit weg. Ah, ich klaue mir gleich das Fahrrad hier hinten, sonst wird das ein bisschen lange dauern. So. Ja, mit dem Fahrrad hat man ein besseres Handling, auch wenn es glatt ist. Kann ich da rüberfahren? Ich muss da durch. So, gucken wir mal. Aber wir haben, glaube ich, sehr viel Zeit dafür. Ja, gut. Gehen wir einfach mal rüber. Ich hoffe, dass jetzt keine wichtigen Botengänge oder so kommen. Die können wir nämlich nicht erledigen in der Zeit jetzt. So. Finde einige Landstreicherhunde und fotografiere sie. Bist du ein Landstreicher? Ja, du bist ein Landstreicher. So, da haben wir ein Foto. Dann schauen wir mal. Hunde oder Landstreicher? Du siehst nicht aus wie ein Landstreicher. Landstreicher oder Hunde? Bist du ein Landstreicher? Ne, du bist auch kein Landstreicher. Du bist auch kein Landstreicher. Da haben wir einen Landstreicher. So, ja, speichern, zurück. Da haben wir 2 von 4. Nein. Jahrbuch von... Jahrbuchfoto hinzugefügt. Na, immerhin etwas. Lass mich bitte in Ruhe. Ja. Ja. Zurück, dann haben wir 3. Nein, den habe ich schon mit der Weihnachtsmütze. Vielleicht noch irgendwo ein Hündchen? Hm, Hündchen? Köter? Kein Köter da. Hm, dann müssen wir noch einen Landstreicher suchen, aber wir haben ja noch ziemlich viel Zeit. Das ist jetzt nicht das Problem. Hey, das sind Gummibändchen. Dann nehme ich mit. So, hat mich gerade das Auto angefahren. Sag mal, geht's dir noch gut? Da ist ein Landstreicher. Eine Landstreicherin. Die habe ich auf jeden Fall noch nicht. Ach, du bist keine Landstreicherin. Du bist nur eine alte Oma. Hast du gerade hingepisst? Alter. Du bist auch kein...
Wo ist denn sowas hier? Ein Landstreicher und ein Hund. Muss doch hier irgendwo was sein. Kein Hund und kein Landstreicher an sich. Ich wüsste auch nicht wirklich, wo ich danach suchen soll. Das ist das Problem. Einen Hund habe ich noch gar keinen gesehen. Wobei ich eigentlich weiß, wo einer sein kann. So. Oh ne, du bist langsam. Eine G&G-Karte. Irgendwie habe ich das Gefühl, ich gehe gerade einen komplett falschen Weg. Aber vielleicht kommen wir irgendwo raus. So ein Hund oder ein Landstreicher ist. Hui. Man weiß es ja nicht. Aber ich bin gerade total abseits. Na komm schon. Ein Hund oder ein Landstreicher. Das kann jetzt nicht das Problem sein. Mach hinne. Oh, ich komme komplett am falschen Ort raus. Ich bin irgendwo oben am Bahngleis. Da will ich doch nicht hin. Komm schon. Noch eine G&G-Karte von mir aus. Ach komm, jetzt bin ich irgendwo am Arsch der Welt. Geh zurück. Na komm, mach schon, Jimmy. Aber hier könnte eigentlich ein Hund sein oder sonst was, ne? Und als Landstreicher würde ich mich hier auch wohlfühlen, so bei den ganzen Dingens hier. Ah, okay, ich bin wieder in der Stadt. Okay, das war schlecht. Das war richtig schlecht. Wieso habe ich plötzlich die Zwille ausgerüstet gehabt? Geil. Aber dann gucken wir mal, wenn wir, während wir von der Polizei weglaufen. Die folgt mir natürlich mit dem Mofa, mit allem und alle sind hinter mir her. Natürlich. Ah. Okay, sie verlieren langsam die Fährte. Ja, super, ne? Dann hoffe ich mal, dass ich jetzt dann bald was finde. Sonst wird es nervig. Ich habe aber eine Idee, wo vielleicht noch ein Hund sein könnte. Schauen wir mal. Da ist noch ein Landstreicher. Versuchen wir es bei dem einfach nochmal. Ja, 4 von 4. Ich hab's geschafft. So, jetzt zurück zum Klassenzimmer. Juppidu. Vor allem, ich dachte, ich hab den mit der Weihnachtsmütze schon. So, in die Richtung weiterrennen. Jetzt wäre jemand mit Fahrrad recht. Fahrrad? Irgendwo ein Fahrrad? Oder eine Garage? Sag mal, was ist hier los? Hier gibt's keine Fahrräder, hier gibt's keine Hunde. Was gibt's überhaupt? Und die Musik ist auch mal wieder weg. Das ist seltsam, finde ich, dass ab und zu bei Unterrichtsfächern die Musik dann plötzlich weg ist. Oder bei dem Arcade-Spiel letztens auch. Naja. Einfach mal weiterfahren. Ich meine, wir haben das Ding geschafft. Es hat nur etwas lang gedauert. Deswegen hoffe ich, dass ich nicht über die 15 Minuten raus bin. Das wäre blöd. Ah, da sind wir eh schon, Bulbath. Ja, jetzt haben wir ein Fahrrad. Super. Okay, weg hier. So. Ah, zurück ins Klassenzimmer. So, da sind wir, Schule, jetzt noch einen Stock hoch. Eieiei, also ganz ehrlich, fotografieren ist eine Scheißunterrichtsstunde, das finde ich ja zum Kotzen. Oh, endlich. Ja, ich bin voll der Fotograf. Habe ich auch irgendwas Interessantes da doch freigeschalten? Extra Fotoalbum freigeschalten. Du kannst in deinem Fotoalbum jetzt 15 Fotos speichern. Whoopie du, genau das brauche ich.
Na gut, Leute, dann sehen wir uns entweder in der nächsten Folge oder im nächsten Unterrichtsfach. Ich weiß jetzt nicht, wie viel Zeit wir noch haben. Bis dann und ciao, ciao, euer Blacky.